Es gibt neue Infos zu meinem kommenden Video. Was hat mein letztes Video mit einem Gewinnspiel zu tun? Hi, mein Name ist Larry und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann bleibt dran! Das Gewinnspiel. Genau, das Gewinnspiel. Also der ein oder andere von euch, dem wird das jetzt bestimmt schon was sagen, aber ich kläre jetzt trotzdem nochmal alle auf. Es gibt da diesen YouTube-Kanal, der nennt sich Hardware Deals. Und die machen halt Videos um PCs und alles drumherum. Also gucke ich halt schon ziemlich gerne, zusammen mit Kreativecke und ja. Auf jeden Fall haben die da so ein Gewinnspiel, also so ein Format rausgebracht, nennt sich Pimp My PC. Und beim letzten Mal, da war das halt, da ging es um so einen 5.000 € Gaming-Bereich. Ja, war ziemlich cool, habe ich mir auf Twitch angeguckt und ich habe mir gesagt, wenn die nochmal sowas machen, na dann mache ich doch mit, oder was? Ich meine, ich mache gern Videos und man kann da was gewinnen. Und naja, PC-Sachen sind halt immer noch ziemlich teuer, gerade Grafikkarten. Auch wenn sie schon etwas günstiger geworden sind, aber ihr habt ja beim letzten Mal gesehen, was ich für ein Ding in meinem Tower drin habe, ne? Hey! Ja, und so hat sich auf jeden Fall ergeben, dass ich am Ende dieses kleine Projekt dazwischen gequetscht habe. Ich meine, 20.000 € Gaming-Bereich. Nehme ich auch. Larrys Schrott. Das kam überraschend. Ja, also das hat mich schon ein bisschen geflasht, ne? Ich meine, schaut euch das doch mal an. Diese ganzen Kommentare. Ich meine, ich muss hier fast 5-mal scrollen, um bis ganz nach unten zu gelangen. Das ist schon mächtig geil. Also als ich das Video hochgeladen habe, bin ich abends noch unterwegs gewesen und ich habe mich halt schon gewundert die ganze Zeit, so was vibriert denn mein Handy hier so am laufenden Band? Ja, das waren halt eure Kommentare, die da die ganze Zeit reingeballert kamen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich natürlich daraufhin einen ziemlich schönen Abend hatte. Hm? Ja, sogar Freunde und Leute in meinem näheren Umfeld, die haben mir von selbst gesagt, du, das ist bisher dein bestes Video. Autsch. Heißt es, der Rest war scheiße oder was? Nein, alles gut. Ich weiß ja, wie das gemeint ist. Ich sag's ja nur ungern, aber ich muss halt auch zugeben, das war wirklich bisher das Beste von mir, finde ich. Ich meine, das ist jetzt auch tatsächlich mein Video mit den meisten Aufrufen. Und das sollte ja bedeuten, dass ich eigentlich nur eine Sache zu tun habe, oder? Mehr davon! Ganz genau. Ja, also ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass ich das jetzt einfach öfters machen werde. Ich meine, seien wir mal ehrlich, ich habe schon einmal in einem Video gesagt, Regisseur ist nicht so meins. Es gestaltet sich schon ziemlich schwer, wenn du weißt, du musst ein 10-Minuten-Video drehen und dafür eine entsprechend lange Story schreiben. Eigentlich soll es ja in einem Video immer die ganze Zeit unterhaltsam sein und irgendwann kommst du aber in so eine Bredouille und denkst dir, okay, du musst jetzt ein bisschen die Stellen ziehen. Und so entstehen dann meistens solche langweiligen Szenen, wo ich dann irgendwie nicht zu Potte komme. Ja, aber bei dem Ding war das ein bisschen anders. Ist ein bisschen kurz, aber das Video durfte halt nicht länger als 2 Minuten gehen. Also ein paar Sachen, die fehlen da auch. So, ne? Also das wäre sonst vielleicht 3 Minuten 30 Sekunden gegangen. Aber ist okay, was soll's. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und deswegen möchte ich das gern weitermachen. Das bedeutet also, die Videos werden jetzt kürzer. Und das bedeutet außerdem, dass es erstmal nur Parodien sein werden. Ich meine, überleg doch mal. Da gibt es Harry Potter. Hatten wir jetzt, ich weiß. Der Herr der Ringe. Matrix. Game of Thrones. Ja, und das ganze Marvel und DC Universe. Natürlich muss ich da mal aufpassen wegen Copyright und so. Also da darf ich eigentlich nichts wirklich nutzen. Ich muss das dann immer umnennen. Aber mit Harry Potter zum Beispiel geht das ja einwandfrei, ne? Ich meine, es ist ein Zauberer. Ein Zauberer hat nirgendwo Copyright. Es kann auch einfach nur ein Zauberer sein. Also nur ein schwarzer Mantel. Also alles gut. Beruhigt euch. Auf jeden Fall haben wir da jede Menge Stuff, ne? Wir haben so viel, was wir parodieren können. Das heißt allerdings auch, dass es mit König Larry erstmal nicht weitergehen wird. Also keine Sorge, es ist nicht komplett auf Eis gelegt. Aufs Eis gelegt, auf Eis gelegt, ja. Aber es ist halt ein Herzensprojekt. Und ich glaube, es ist zu groß für jetzt. Also der Wunsch, der Gedanke so von dem Projekt ist größer als das, was ich jetzt eigentlich abliefern kann. Ne? Das heißt aber nicht, dass es nie wieder irgendwas mit Rittern oder sowas geben wird. Denn ich habe jetzt auch ein Schwert. Habe ich von einem meiner Freunde bekommen. Mega cool. Ja. Ist auch verblüffend scharf. Ich habe mich schon einmal dran geschnitten und das, obwohl das ja nur so ein Modell ist. Vielen Dank, Marco. Ich werde es in Ehren halten.
Ihr seht also, wenn man schon so ein geiles Schwert hat, dann muss man noch was damit machen. Das nächste Video. König Larry. Ja, ich weiß. Ich habe gerade was anderes gesagt. Die Sache ist die. Ich habe schon die ganzen Vorkehrungen getroffen gehabt, bevor sich das alles ergeben hat. Also ich habe schon die ganzen Requisiten und das Drehbuch geschrieben. Und kurzfristig würde ich das jetzt ungern ändern wollen. Würde eh nicht wirklich gehen, weil das würde dann bedeuten, dass ich wieder eine extreme Verspätung haben würde. Und ihr so lange kein Video bekommt. Also kommt jetzt nochmal eine Folge König Larry, die auch nochmal wahrscheinlicherweise ein bisschen länger sein wird. Aber sie wird nicht den Titel Folge 1 oder so beinhalten. Also es wird nur so ein, wie nennt man das? Weiß ich gar nicht. So ein Off-Ding? Ja, ein Off-Ding. Auf jeden Fall gibt's dann Damn Battle. Ja, so in dem nächsten Video. Aber ohne das Schwert. Noch gibt es das Schwert nicht. Der Gaming Channel. Der Gaming Channel. Ja, ja, keine Sorge, den gibt es. Also verlinkt ist der schon bei mir auf meinem Hauptkanal. Aber da gibt es halt noch kein Video. Ich kam bisher noch nicht wirklich dazu. Es gab zwar immer mal so ein paar Stunden Zeit, aber ich mache sowas gerne entspannt. Und es wird auch so ablaufen, dass ich, glaube ich, nicht nochmal, das müsstet ihr mir mal dann in die Kommentare schreiben, also nicht das gesamte Gameplay aufnehme, weil ich habe das Gefühl, dass ich dann immer nicht so wirklich vorankomme, ne, in der Story. Dann macht man immer so doofe Sprünge und eigentlich will man ja so Ziele haben, die man erreicht. Also dachte ich mir, schneide ich das alles ein bisschen, nicht doll aufwendig, aber so, dass immer nur die Hauptstory, also die Story, das Hauptding halt, wa? Dass das einfach nur drin ist. Das heißt, es wird so ein 20-Minuten-Video immer so im Schnitt sein, denke ich mal. Also das ist jetzt so mein grober Gedanke. Und da bekommt ihr dann halt wirklich einfach immer nur so die Story mit. Und wenn ich halt das Gefühl habe, oh, ich muss da halt nochmal was prüfen, das mache ich dann im Off. Ja, wie gesagt, aber in den nächsten Wochen sollte da eigentlich auch mal was kommen. Das sollte zuerst einmal gewesen sein. Damit verabschiede ich mich und ich wünsche allen, die auch an dem Gewinnspiel teilnehmen, natürlich viel Erfolg. Bis dann.